Herr Müller, Hill, PD02. Herr Hill, Moment, 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 jetzt muss ich mal kurz jemanden. Wir Habe ich Sie kennen uns nicht schon. gespeichert als Anwalttyp der Gute oder so? Nee, vielleicht als Department of Labor-Mitarbeiter, der gut aussehende oder so. Ja, gut aussehen, muss ich Sie leider enttäuschen. Immerhin stehen Sie so nicht beim Telefon. Schade. Ja. Nein, Herr Müller, können Sie mir auch noch mal ganz kurz eben den Ablauf schildern, was passiert ist? Also nur noch mal ganz kurz. Ganz kurz, okay. Stadtpark, er vor uns gefahren, so ein bisschen am Schlenkern, er nicht den Blinker gesetzt, ich hinterher gerufen, Blinker, er gibt wieder Gas, fährt hinten uns fast rein, dann überholt er uns rechts, setzt sich vor uns, bremst uns ein bisschen ab, wir den Spieß umgedreht, Kollege von Ihnen ruft LSPD, halten Sie den Wagen an, hat er nicht gemacht, Ihr Kollege sagt hinterher, ich hinterher, Okay. jetzt hier, Umpeng, Kabuff, Auto, Der Kopf, Typ auch. ist hier dann mit einer hohen Geschwindigkeit dann gefahren Ja, oder wie und genau. Und der ist dann da vorne, also hinter dem Streifenwagen, da ist ja so eine Einbuchtung. Ich habe echt erst gedacht, der fliegt hier runter, ne? Uff, okay. Das war Also der hat sich tricky. mehrfach überschlagen oder wie? Nee, der hat sich einmal überschlagen. Der Wagen ist vorne hoch und ist dann hier noch gerutscht, sage ich jetzt mal. Gut. Ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, beim nächsten Mal uns doch sofort zu rufen, bevor Sie hier so eine wilde Verfolgungsjagd durchführen. Das ist natürlich kritisch auch für Ihre Gesundheit. Da hätte Ihnen ja auch was passieren können. Ja, ich habe mich gefühlt wie ein Kopf. Ich war kurz fröhlich. Dann bewerben Sie sich doch bei uns. Mit 70? Ich weiß ja nicht, wie fit Sie sind. Fit bin ich. Ich Ich war mal Pilot hätte. mit einem kleinen Flugzeug. Das Ich haben habe Sie mir Pestizide. erzählt. Scheiße. Sie waren Information Pilot B-Schranke 2. und, was war das Ihr Name andere? Ja, ein eventuell Maurerpilot, genau. wurde die Person abgedrängt und Genau. deshalb kam der Unfall zustande. Ja. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Ja. Merken Sie ja. Ja, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ja. Zeit vergeht. Es gibt eine Theorie, dass die Zeit vom Alter 0 bis 18 einem genauso lange vorkommt wie von 18 den Rest des Lebens. Ja, ich habe auch schon mal gehört, dann wenn Sie eine Fahrradklingel haben und das Eichhörnchen in den Keller läuft und Sie keine Wasser für die Aquamalle haben, dass die Bananen viel schneller um sind, als das, wenn sie im Kühlschrank liegen. Aber steht Ihr Kühlschrank nicht oben? Das kommt auf den. Moment, jetzt muss ich. Doch, ja. Ja. Ja, und sonst? Naja, wir warten jetzt auf einen Ja, schön. Krankenwagen, ne? Ja, schöne Abfahrt. Oh, ja. Also, ist ja hier Los Santos, aber wenn es hier mal Schnee, dann Schlitten. Ja. Also Sie kannten den Herrn auch nicht, Wen? der da liegt. Wo liegt denn hier? Ach so. Nee. Sie? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ja. Sonst hätten Sie auch, ja. Sonst hätten Sie auch nicht gefragt, ne? Nee. Nee. Beziehungsweise doch. Ja? Ah, gut. Schön. Sandwich? Nee, danke. Gut. Zigarette? Nö. Und Wasser? Nee, danke. Hamburger? Das ist eine vorzügliche Idee. Ich muss ein bisschen Gummibärchen.
Ich werf das mal in den Wagen, die Flasche. Soll ich Ihre auch in den Koffer? Ja, nehmen Sie mal mit. Ja, gerne, ne? Hier. Helmut! Hä? Willst du Gummibärchen? Ich hab noch welche. Nö. Okay. Na, ja, ich selber. Und Sie welche, Mister? Gummibärchen. Nee, danke. Okay, du auch nicht, Muskeltor? Schön doch, ich will welche. Okay, hier nimm. Ja. Bitte. Okay. Ja, alles klar, Jackpot. Ja, wir haben ein bisschen auf Last Chance dabei im PD. Und ich war da der Chief. Schau nicht von mir. Den Alter. Sieh. Hast du den Wort aufgeschnappt? Ich muss es jetzt immer sagen, ja? Den Alter. Ja, okay. Du sagst es mittlerweile sogar richtig. Ich bin begeistert. Ja, gracias. Gib mir auch mal so ein Gummibärchen hier. Ja, hier. Ja. Das ist richtig gut. Dankeschön. Was ist denn das? Apfel? Genau. Also da gibt es verschiedene Geschmäckers. Was? Lecker. Nee, war das riecht nach Ekel. Ey, hör mal zu, wenn du den nicht lecker findest. Mein Schuld. Nein, ist nur lecker. Habe ich damals immer in meine Leckertüte getut. Darf ich fragen, wo Sie eigentlich hinwollen? Wir wollen zum Bürgershot. Wir wollen zum Bürgershot. Mit dem Eddie treffen. Aber der ist schon weg. Ja. Hey, haben Sie mal daran gedacht, Pantomime zu spielen? Oder so eine Stadt. Kennen Sie das, wenn in der Figur. Bitte. Die sich nicht Moment. Stell dir mal vor, in der Figur steht eine.